Nach derzeitigen Erkenntnissen startete um 12.26 Uhr der Tragschrauber auf dem Flugplatz in Sendelbach. Das ist ein Ortsteil von Rentweinsdorf im Bereich von Ebern. Nach kurzer Zeit bemerkte der Pilot, der 51-jährige Pilot, der langjährige Berufserfahrung hat, Störungen am Motor. Es kam zu Aussetzern und zu Stottern. Er versuchte dann hier in dem Bereich noch eine Notlandung, streifte allerdings mit dem Fahrwerk, so wie es momentan ausschaut, noch eine Baumreihe und kam dann schließlich unkontrolliert am Boden an. Während der 51-jährige Pilot unverletzt blieb, wurde der Mitflieger, ein Fluggast aus Österreich, mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert. Nach derzeitigem Wissensstand dürfte nur, in Anführungsstrichen, nur starke Prellungen vorliegen. Lebensgefahr wurde momentan nicht von den Ärzten bzw. von den Sanitätern bestätigt.